So, hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Gnomoria und wir spielen gleich weiter. Das da unten war natürlich eine blutige Angelegenheit, haben auch ein Jack verloren. Jetzt haben wir wieder zwei Weibchen und ein Männchen. Naja, es soll uns nicht weiter stören, solange wir jetzt nicht noch das Männchen verlieren, denke ich, kriegen wir das irgendwie gewuppt. So, wie sieht es hier aus? Content. Ja, die Kriegsäxte, die könnte man vielleicht noch herstellen, ne? Weil wir die Köpfe schon haben. Und die Steinschwerter werden wir definitiv auch verkaufen. Und dem Training Ground können wohl anscheinend immer nur zwei trainieren. Und die anderen stehen dann dumm rum. Weiß nicht, ob das so klug ist. Da sind noch 26 Ohr drin. Die Kiste ist total sinnlos gewesen. Kriegen wir so aber nicht weg. Da müssen wir das Stockpile aufheben. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Könnte man eigentlich auch schnell machen. So. Und dann mache ich dann hier nochmal, Momentchen, Stockpile. Und dann machen wir nochmal Metall. Das Ore. So. Und wir bauen natürlich dann da auch die Kisten hin. 1, 2, 3, so. So, wie viel Holz haben wir noch? 2, ja, super, ist ja... Das ist ja viel. Da müssen wir uns dann doch ein bisschen weiter fortbewegen, oder? Haben wir hier in der unmittelbaren Umgebung noch ein bisschen was? Doch. Da haben wir noch was. Ja. Nehmen wir das mal von da oben. Feltrees. Hallo, das ging doch immer. Dann hatte ich bestimmt wieder nur was Falsches ausgewählt. So. Was haben die denn da in der Hand? Ach, das sind die Schilde. Jetzt können zumindest auf 4 Leute Holz hacken. Ja, super, dann war das eine gute Idee gewesen. Ach, guck mal, und wir haben auf unserem Hügelchen haben wir einen Birkenwald. Das ist super. Na, ein bisschen zu schnell, ne? Dann drehen wir uns mal wieder so, wie ich das gerne habe. So. Und da ist leere Dunkelheit. Ach, da ist der Boden noch drauf. Terrain. Remove Floor. So. Müsste das richtig sein. Mal gucken, ob sich wieder irgendwer in der Ecke buddelt und dann immer runterkommt. Das ist jetzt nicht so der große Akt. Sollte zumindest nicht sein. Was alle angestürmt kommen, auch gut.
Heidewitzka. So, dann kann man den aber auch platt machen. So, Nahrungsvorräte 61. Können wir jetzt nochmal spaßeshalber gucken. Assign, Fey, Skills, 8. Nö, also wirklich steigern tut er das nicht, ne? Was hast du denn in der Hand überhaupt? Equipment, sag ich mal. Eine Axt hast du. 31. Naja, wer weiß, wofür es gut ist. Invention Process. Ja, da wird schon irgendwann einer dran gehen, wenn es soweit ist. Aber nach der Folge muss ich nochmal unbedingt gucken, wo ich diese Armbrüste baue. Oder was für Bedingungen da erfüllt sein müssen, dass das geht. So, die sind noch leer. Aber Eisenhammer auf jeden Fall noch. Und jetzt sag bloß, die Kisten haben die Sachen da blockiert. Das wäre ziemlich doof. Trinken hält sich recht stabil. Ich glaube, wir können das Feld auch noch etwas erweitern. So. Weil Samen müssten wir genug haben und wir müssen ja auch gucken, dass wir genügend Stroh haben für unsere Yaks. Im Moment sind es ja zwar noch nicht so viele. Aber das sollte schon drin sein. So, wie sieht es jetzt hier aus? 78, okay. Padding. So, pass mal auf, damit du hier jetzt nicht immer das Leder wegnimmst. Machen wir das jetzt ausnahmsweise mal weg. Genau. So, was brauchst du hier? Ein Tailorer. Any clothes, any string. Dann brauchen wir Stoffe. Müssen wir uns auch ein größeres Feld anlegen. Lass jetzt mal nicht zu weit laufen. Obwohl, das können wir mitnehmen hier. Das bietet sich so schön an.
Doch, war die richtige Richtung. Ist ja schon alles abgeholzt jetzt? Man hätte ja die andere Richtung, ne? Da unten. Ein bisschen haben wir noch. Okay. Wie dem sein soll. Und das verlagern wir dann irgendwann auch mal nach drinnen. Dann machen wir uns hier so eine kleine Stadtmauer drumherum. Und hier so ein S-Gang, wo die dann reinkommen können. Ausfallen, um die dann draußen anzugreifen, können wir ja dann immer noch. So, und die Hälfte vom Winter fast rum. Bandagen tun wir hier mal in die Kiste stellen irgendwo. Das machen wir auf jeden Fall. Und Stockpile machen wir mal dahin. Und da tun wir nur die Bandagen rein. Ja, genau. Und passend dazu, halt, Momentchen, natürlich auch ein Container, ne? Wofür sich im Moment keiner berufen fühlt, tingelt dann lieber in dem leeren Speisesaal rum. Na, du bist auch nicht mehr der Frischeste, ne? Naja. Wird schon schief gehen. Ach, die Zeit ist so langsam, deswegen. Habe ich ihn schon zu Unrecht verdächtigt? Ein paar Fässer könnte man auch bauen. Also drehe ich mal auch gerade. So, doch, das sieht gut aus. Ich hätte zwar gerne hier noch eine Distillery hingebaut. Ja, dann, wie machen wir es denn dann? Dann baue ich hier Fässer hin, baue ich drei Fässer hin. Designate Area. Stockpile. Und hier bitte nur trinken. Ja, das ist ja nur die Milch, Wein, Bier und Tee. Jawohl. Tee haben wir ja noch keinen, weil wir keine Pilze gefunden haben. Barrels. So habe ich zumindest das Gefühl, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und schön kommt später. So, jetzt wird da zumindest was hergestellt. String for padding, jawohl. Und hier machen wir jetzt auch mal Planken. Und dann machen wir mal 20 Stück.
damit das nicht immer so lange dauert, sondern jetzt einfach mal 20 Bretter machen und gut ist, dann werden wir hier jetzt auch mal einen Stockpile machen für Designate Area Stockpile. Wo machen wir es hin? Na, zwei. Genau, zwei für die Baumwolle. Genau. So, und dann können da nämlich dann auch entsprechend zwei Säcke hin. Die Samen werden aber draußen gelagert. Oder sollen die auch drin gelagert werden? Weil das werden sowieso immer mehr. Das ist übrigens was, was ich dann vorhabe auch zu verkaufen. Also das zu viel an Samen. Strawberry Seeds. Genau, die Baumwolle soll da rein. Aber warum die jetzt schon wieder nicht die Wheelbarrows nehmen? Keine Ahnung, oder gehen die irgendwann mal kaputt? So, da haben wir den nächsten Kupferhelm. Der sollte ja dann irgendwann mal da drin landen. Ein paar Bronzebarren haben wir auch. Da haben wir noch Kupfer drin. Nun gut, dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich die entsprechenden Informationen finde, wie ich diese Armbrüste bauen kann. Und dann nehme ich noch eine Folge auf und dann werde ich mal wieder eine etwas längere Pause einlegen. Auch einfach mal, um zu gucken, wie so das Feedback ist und so. Naja, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sollte vielleicht etwas langsamer sprechen, weil sonst kommt ja doch nur Mist dabei raus. Gut, bis denn dann. Ciao.